Das Kreuzdarmbeingelenk wird umgangssprachlich als ISG, Iliosakralgelenk, bezeichnet. Beim ISG handelt es sich um ein sehr kleines Gelenk, das nur von Bändern und nicht von Muskeln gehalten wird. Ist das ISG blockiert, wird auch die Kraftübertragung der Hinterhand gehindert. Um die ISG-Symptomatik zu behandeln, nutze den Telleraufsatz und schalte dein Novaphone auf Stufe 1 oder 2 ein. Alternativ kannst du auch den Telleraufsatz XL oder den Eagle-Aufsatz verwenden. Fahre langsam in streichenden oder fortlaufend kreisenden Bewegungen entlang des Rückens vom Widerrist bis zur Kruppe. Führe diese Bewegung auf beiden Seiten für 2 bis 3 Minuten durch. Als nächstes verwendest du den Kugelaufsatz, um die Stresspunkte zu behandeln. Optional kannst du auch den Faszienball oder den Magnetaufsatz nutzen. Ertaste die Triggerpunkte am Becken und der Kruppe mit den Fingerspitzen. Schalte das Novaphone auf Stufe 2 und passe die Intensität an. Mit leichtem Anpressdruck oder in kleinen kreisenden Bewegungen behandelst du die Triggerpunkte für jeweils 1 bis 2 Minuten. Behandle immer beidseitig.